Und hier oben geht's weiter bei Super Mario Land Returns. Die Ruinen. So heißt das nächste Gebiet mit den nächsten drei Leveln. Wir spielen in diesem Part Luigi. Den haben wir mit 10 Supersternen freigeschaltet. Es gilt wieder, einen Superstern in jedem Level zu finden. Und... oh nein. Nein. Ich habe so eine scheiße Erinnerung an dieses Level. Sie hat mit stinkenden Früchten zu tun. Da ist das Easter Egg an dem Level. Und sie hat mit Ausrastern zu tun, an der späteren Stelle. Ich möchte jetzt dazu kein Wort äußern. Und ich hoffe, dass es jetzt alles funktioniert. Luigi hat, wie schon in Mario Luigi's Delightful Adventure gesagt, die Fähigkeit, diese multiplen Coinblöcke, da alle Coins, die reingesetzt wurden von der Steller, auf einmal rauszuholen und nicht wie Mario mit einzelnen Sprüngen da drauf springen zu müssen. Das ist relativ praktisch, vor allem für schnellere Spieler. Luigi springt außerdem höher, rutscht ein bisschen und... was war das? Ah ne, das betrifft nur andere Charaktere noch. Ein Power-Up funktioniert bei ihm anders, das gilt jetzt für Luigi aber nicht. Das betrifft den Hammer-Suit, beziehungsweise hier den verdorbenen Fisch-Suit. Da tun nämlich andere Charaktere etwas anderes machen. Mario und Luigi werfen Hammer, ganz normal. Peach kann Herzbomben werfen und Toad kann einen Bumerang werfen. Das sind die Fähigkeiten von denen. Relativ cool. Da war ich in der Sackgasse. Leder verkackt. Und den Pilz brauche ich jetzt mal ganz schnell. Das war übrigens in Super Mario Land nicht so, dass man dieses Inventar da oben hatte. Ist natürlich in SMBX standardmäßig da. Wo haben wir denn hier? Freaking nochmal den Stern. Hier haben wir nur Coins. Bringt mir wenig. Nehme ich natürlich auch gerne mit, aber... gibt Schöneres. Nee. Och, wenn hier nur eine Blume ist, nehme ich es auch gerne. Dann war es okay. Und genau das ist diese beschissene Stelle. Man muss sich hier per Balanceakt auf diesem fließbandartigen Stein halten. Richtig lustig. Hehe, not. Am besten immer so nach oben treiben lassen und dann springen. Dann ist man am sichersten. Wenn die Steuerung nicht so scheiße darauf wäre. Man rollt halt immer so nach rechts. In Ballrichtung. Ist halt ein hüpfendes Fließband. Und jetzt kommt dieser blöde Sprung. Ich hasse ihn. So, geschafft. Als ob ich das Level jetzt hier first try. Komm. Ich hab den mal so gehangen. Lül. Man hat das Level einfach so geschafft. 3 Ups. Nehme ich, aber ich habe den Stern nicht gefunden in dem Level. Wo war er? Keine Ahnung. Guck ich am Ende vom Let's Play mal, ob ich ihn noch nachhole, aber sind ja erstmal irrelevant. Nächstes Level. Das war das Lava-Höhen-Level, ne? Jo. Auf meinem alten Kanal saß ich an diesem vorigen Level 2 Parts, glaube ich. Da habe ich auch noch nicht gecuttet und so. Das war nicht lustig. Das Level ist auch relativ einfach. Man darf halt nicht an die Lava kommen, sonst ist man instant tot. Aber mit Luigi, vor allem weil er halt höher springt, ist es sehr, sehr simpel. Oh, ich liebe diese Musik. Bra. Beste. Skill ist nicht da. Naja, der Remix ist richtig geil für eine Lava-Höhle, finde ich. Jojojojojojojo. Ne. Ach ja, mein Stern. Okay, der ist echt einfach. Null. Und das Boot wird immer und immer kleiner. Bis wir dann zu solch miesen Sprüngen kommen.
Oh mein Gott. Wer war das denn gerade? Hey! Echt? XDDD, hier bin ich auch mal gefällt, weil ich dachte, das geht auch nach links, aber es geht nach rechts. Richtig fies und assi. Hier kommt nichts raus, okay. Und ich habe wieder das obere geschafft mit 3 One-Ups. Ich hatte 23 Ups. Ich glaube, hier sollte es echt möglich sein, mit den One-Ups gut umzugehen. Ich fehlt nur noch das letzte Level dieser Welt. Oder? Ja. Bis halt auf den Boss, der kommt ja nach. Und das ist ein Höhenlevel wieder. Mit den Spinnen, stimmt. Komm. Die funktionieren hier wie Tromps. Sind halt einfach Custom Tromps bei Sprites. So heißt das. Bei den Wasserfällen laufe ich komischerweise immer runter. Da oben ist der Stern. Ich weiß immer noch nicht, wie man drankommt. Diese blöden Höhenlevel mit ihren Sternen. Na, komm her. Da. So. Da kann man einfach mit Spinjump drauf. Konnte man Super Mario Land natürlich nicht. Da hat man ja keinen Spinjump gehabt. Yay. Ich liebe Spinjumps. Ich weiß auch nicht warum, aber. Pff, ich benutze den einfach ganz gerne. Diese Spinnen sind scheiße. Und wenn die Spinnen sterben, dann kommt da ein Sandblock raus. Aha, also nicht die Spinnen, die wie Tromps funktionieren, sondern diese hier sehen nämlich aus wie Vogelspinnen. Uäh, ich hasse Spinnen. Ich habe da richtig Panik vor. Jetzt im Ernst, ich habe eine richtige Spinnenphobie. Wenn ich einen Weberknecht sehe, dann renne ich schreiend aus dem Raum. Und das ist jetzt kein Spaß. Das meine ich ernst. Deswegen, nein, diese Welt gefällt mir nicht. Und jetzt ist schon wieder so ein scheiß Steinpassage. Mann, aber die Wasserfälle sehen echt gut aus. Aus Super Mario Bros. 2 sind die. So, geschafft. Bisher noch kein Fell in dem Level. Bisher habe ich mich in den Let's Play eigentlich relativ gut angestellt, dafür, dass SMBX häufiger mal übertreibt, aber wir spielen den normalen Modus von Super Mario Land Returns. Es gibt noch einen Hard-Modus, den schaltet man frei, wenn man einmal einen normalen geschafft hat. Der ist halt Ösi nochmal schwer, den werde ich nicht spielen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Aus mehreren Gründen. Einerseits ist er total assi, andererseits ich habe auch keinen Bock auf meinem Kanal hier 20 Parts Super Mario Land Returns hochzuladen. Ein One-Up. Und den Boss schaffe ich auch noch in diesem Part unterzukriegen, ne? Eigentlich schon. Jetzt muss ich nur noch in die Röhre da hinten. Übrigens, ich weiß jetzt, warum man hier einfach erst runter muss. Hier brauchen wir eine gewisse Anzahl an Sternen. Nur Overworld-Musik fehlt mir halt, aber das ist das Einzige, was mir wirklich fehlt in dieser Episode, aber ist schon in Ordnung. The Top of the Ruins. Die obere Seite der Ruinen. Hier muss man mit Mario spielen. Okay. Ich nehme es einfach mal hin. Ach ja. Ach, das war richtig cool, das Level, fand ich. Außer halt diese Jump'n'Run passende Passagen, die kann ich nicht ausstehen. Mit Tanuki-Suit, also mit Karotten-Item geht's aber. Ich es immer noch nicht verloren habe. Ein Wunder. So. Hier ist der Stern nicht. Hier haben wir wieder diesen Coin-Raum. Yay, Coins. Kotz. So wie das Power-Up diesmal auch wieder. Ja. Das ich aber nicht brauche. Denn ich habe eigentlich meine ideale Kombi derzeit. Ich schummel einfach mal und flieg so ein bisschen drüber. Kann man ja machen, nee. Ich habe mir die Karottenohren hier auch richtig geholt. Also darf ich die ja jederzeit benutzen. Alles legitim. Dass mir jetzt hier nicht einer mit Cheater kommt. Ach komm, ich will jetzt einfach nur diesen bescheuerten Stern. Nichts anderes. Schön und gut, Coinräume mal. Aber ich will den Stern.
Und ich muss hier mit hochfahren erst. Okay. Okay. Kann man natürlich mal machen, nee. Jetzt kommen solche Sprünge. Oh, die sind im Hardmode so scheiße. Aber alles machbar hier, ne? Ab in die Höhle. Wo man wieder diese seltsamen Gesichter sieht. Ich verstehe die bis heute nicht. Und diese seltsamen Maulwürfe kapiere ich bis heute auch noch nicht. Du verziehst dich, danke. Und zwar ganz. Halt nicht. Dann schummle ich halt ein bisschen. Gibt halt auch keine Checkpoints hier. Ach, der Boss. Das ist ein Wart. Nur ein einfacher. Danke, Mario. Oh, Daisy. Ach, dass der Mario immer wieder auf den gleichen Trick reinfällt. You got the chunky carrot. It's like an audience carrot, but you can turn into a boulder. Also, wo habe ich es hingelegt? What the fuck, wo habe ich den Knopf? Auf B, genau. Man kann dann so machen, dann kann einem niemand mehr was anhaben, aber man fällt halt strikt runter und das geht halt auch noch eine Zeit auf. Zack. Und zurückverwandeln. Ich hätte ganz gerne dann statt dem... Nach der normalen Karotte die andere das andere Item noch gehabt, aber was man halt nicht haben kann. Das soll auch nicht sein oder wie auch immer. Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal. So, noch die nächste Mystery Box, die dritte, in diesen Part rein. Dann passt's. Als ob ich jetzt schon. Als ob ich jetzt mein Power-Up an diese Idioten verschwendet habe. Als ob. Komm schon. Deswegen wollte ich diesen Fischsuit noch haben. Mann! Meine Fresse, geht's noch. Es ist nicht so schwierig. Komm, gib die Karotte her. So, die rette ich ja irgendwie übers Let's Play. Aber trotzdem würde ich ganz gerne diese Mystery Box noch in diesem Part schaffen. Und das ist ja nicht mal schwer, die Viecher zu besiegen mit dem Ding hier. Erreiche das Ziel mit diesen wunderbaren und hundertprozentig funktionierenden Stein. Und sammle alle Münzen. Zack. Bäm. 21 Sterne. Damit müssten wir den... Ja, damit haben wir den dritten Charakter. Das ist Peach. Freigeschaltet. Und dann geht es im nächsten Part weiter mit... Nicht Warp to Mushroom Kingdom. Endet eigentlich jeder Part mit einem Crash. Wir sehen uns im nächsten.